Haus präsentiert. In Kooperation mit Panik. Mit Unterstützung von Victoria State Government Film Victoria Australia. Untitled Goose Game von Haus. So, und damit, ich bin übrigens auch da. Hiyo, mal wieder mit Kamera, ist auch lange her. Ja, das Spiel habe ich mir vor einiger Zeit schon mal geholt. Leider auf Epic, weil woanders gibt es das ja irgendwie nicht. Aber ich habe es noch nie wirklich ich wollte es schon mal aufnehmen, aber dann kam mir alles dazwischen. Und jetzt war es nochmal. Und spielen ein unbenanntes Gänsespiel. Das soll ja ganz witzig sein. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Wir machen ein neues Spiel. Hier seht ihr, da habe ich schon mal am 24. März schon mal gespielt. Aber wir fangen natürlich neu an. Ich weiß, es kommt jetzt ein Intro los. Ich blende mich gleich zur Sicherheit mal aus. Also wir fangen mal an mit Goose Goose von Untitled House Game. Dein Auto. Ah, nee, okay. Na gut, geht direkt los. Zum Schnattern X drücken. Warte, wo ist X da? Kann ich die Taste halten? Nee, schade. Ich dachte, ich könnte die Taste halten und es schnattert einfach immer weiter. Zum Rennen A halten. Yeah! Oh Gott, die Kamera. Alter, die Kamera. Das wird ja noch witzig. Da liegen Glocken. Drückt die Glocke, wenn ihr mich abonniert oder irgendwie sowas. Zum Neigen nach vorne LT halten. Okay, also ducken quasi. Ich kann immer währenddessen schnattern. Drücke B, um deinen Schnabel zu benutzen. Hey, ich habe einen. Kann ich immer noch? Ich kann immer noch schnattern mit Schuh im Mund. Oder mit Schuh im Schnabel. Nach unten neigen, um Dinge vom Boden aufzuheben. Halte LT und drücke dann B. Okay. Jetzt habe ich die Dose aufgehoben. Warte mal, was ist das da? Kann ich das auch aufheben? Ist das ein Ball? Warte mal, kann ich das jetzt... Naja, drücke B, um den Schnabel zu benutzen. Kann ich das da reinschmeißen zu den ganzen Glocken hier? Ich kann das irgendwie nicht werfen, ne? Den lässt das einfach nur fallen. Huh, was ist da? Ach so, das. Was ist das? Okay, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay. Ja, das heißt, da ist irgendwas dahinter. Alles klar, okay. Da habe ich jetzt selber was hinter das. Hinter dem Busch gelegt und jetzt sagt mir das Spiel, da ist was hinter dem Busch. Da ist was im Busch quasi. So, ja, Schnabel. Oh, warte. Kann klingeln? Warte. Kann Musik machen. Kann Musik machen, geil. Ich bin eine geile Gans. Ich bin ganz geil. So, huch. Kann auch flattern. Ja, zumindest so halb. Zumindest kann ich die Flügel hoch machen. Warte. Zack. Ist das jetzt offen, oder? Warte mal. Nee. Ach so. Ah. Oh Gott, die Steuerung. Ist echt nicht so leicht. Aua. Ey. Ich meine, ganz in Ruhe. Halte RT, um mit deinen Flügeln zu schlagen. Aber warum? Untitled Goose Game von Haus. Yippie! Jetzt kann ich hier auf dem Wasser rumeiern. Okay, ich würde sagen, wir bleiben einfach hier in diesem Flussteichsee. Und werden glücklich. Gucken, ob es hier irgendwas gibt am Ende des Wassers, aber scheinbar nicht. Oh, lecker. Oh, warte. Kann ich auch aufmachen? Und ich kann das nur ziehen, okay. Ich habe auch irgendwie... Ich glaube, ich habe eine Aufgabenliste irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich auf die jetzt zugreifen kann. So? Nee. So? Ah, ja. Das Steuerung? Okay. Ah, ja, okay. Ducken, hereinzoomen, okay. Aufgaben. Flattern, herauszoomen, schnappen, rennen, schnattern. Ich kann auch... Ah. Oha, okay, gut. Also, was war jetzt meine Aufgabe? Geh in den Garten, mach den Gärtner nass, klau dem Gärtner seinen Schlüssel, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen, wirf den Rechen in den Teich, mach ein Picknick. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie... Warte mal. Oh. Mein Radio.
Interessiert das irgendjemanden? Kann ich den Gärtner damit irgendwo hinlocken oder so? Oh, da ist er. Hallo. Ah, aua, ey. Ich bin doch nur eine Gans. Ha, ich bin im Garten. Tut der mir jetzt was? Nö, okay, alles klar. Okay, die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Mach den Gärtner nass. So kann ich rauszoomen. Da ist der Rechen, den muss ich irgendwo hinwerfen. Da ist eine Schaufel. Okay, warte, hier ist Wasser. Hier ist eine Gießkanne. Kriege ich die da drunter gestellt irgendwie? Oh Gott. Irgendwie nicht. Warte mal. Kannst du wieder ausmachen? Nee. Kann ich aber nicht genau, kann ich einfach so schieben? Ja, fällt so um. Da stellt sie mal wieder hin, alles klar. Okay, die muss also stehen, quasi, das will mir das Spiel sagen. Ah, da hinten kann ich auch noch dran, warte. Okay, macht das einen Unterschied? Nee, nicht wirklich. Kann ich auch nur ziehen. Schieben ist halt schwer. Für so eine Gans. Ja, Entschuldigung. Oh, hallo. Okay, ich renne immer wieder vor dem weg, alles klar. Okay, wenn der mich sieht, stellt er die Gießkanne wieder zurück. Warte, ich muss den Rechen, wo muss ich ihn hin? In den Teich werfen. Okay, dann kann ich mal probieren. Ist den Rechen eigentlich irgendwie gegrabt hier? Ah, oh, da unten. Okay. Oh nein, ich hab mich gesehen. Nein, lass mich, ich meine Rechen. Ich meine, es ist ein Gänserechen. Ey, nein. Hallo. Gib mir deinen Schlüssel. Nein. Was? Hä? Scheiße. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Rechen. Gib mir den Schlüssel. Nein, nicht fallen lassen. Nimm ihn. Nicht du. Dann gib mir den Rechen. Oh. Dann gib mir den Schlüssel. Gott, diese Steuerung. Diese Gans ist ganz betrunken. Okay, jetzt guckt er mich an die ganze Zeit. Ich kann doch nicht, wenn einer guckt. Nein, aua. Oh, ich hab die. Entschuldigung. Nimm doch mal den Schlüssel da. Der ist abgelenkt. Nimm den Schlüssel. Ja, lauf. Ich weiß nicht wohin, aber lauf mit. Klau dem Gärtner seine Schlüssel. Hab ich gemacht. Lass mich. Nein, lass mich. Ich geh ins Wasser mit dem Schlüssel. Ich geh ins Wasser. Und den Gärtner hab ich auch nass gemacht. Hey, cool. So, was machst du? Oh Gott, kommst du der? Ja, jetzt such mal. Such mal deinen blöden Schlüssel. Wir haben den Gärtner nass gemacht. Bring den Gärtner zu, seinen Sonnenhut zu tragen, wirf den Rechen in den Teich und mach ein Picknick. Gärtner dazu bringen, seinen Sonnenhut zu benutzen. Ist die Frage, wie macht man das? Ist er jetzt noch beschäftigt da mit dem Schlüssel im Teich oder kann ich mal eben den Rechen hier rausrechen? Nein, ich muss mich rächen. Scheiße, okay. Ich kann nicht interagieren mit diesem Ding hier? Nee. Okay, bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu benutzen. Guck mal, ich habe einen Kürbis. Ich weiß aber nicht, wie ich das dann schaffen kann. Kann ich hier eigentlich rein? Nee, okay. Ich weiß gar nicht, wo der seinen Sonnenhut hat. Wie kriege ich den denn dazu, dass der einen Sonnenhut benutzt? Da kann ich mit dem Rasenmäher? Kann ich nicht interagieren, scheinbar. Und der hatte doch eben das, dieses Futter gesucht, oder was das ist, ne? Ich bring das einfach mal hier alles in den Teich. Wir schmeißen einfach alles in den Teich. So, tschüss.
Wir machen uns quasi unser eigenes Biotop, unser eigenen Lebensraum kaputt. So, zack. Jo, auch hier in das Wasser. Zack. Schade, dass es nicht untergeht. Jetzt könnte ich das irgendwie einfach wegmachen und der hier Typ hat dann ein Problem. Ja, loslasse, kann ich mich schnell drehen. So was heißt. Kann ich jetzt den rächen? Komm, schnell. Hat er nicht gesehen, hat er nicht gesehen. Komm, lauf, lauf, lauf. Ganz, 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 lauf ganz schnell. Ganz schnell. Das ist so viele Worte. Der Wortwitz ist unbegrenzt mit diesem Spiel. Okay, 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 okay. Yay, wirf den Rechen in den Teich und schrei. Wow, wow. Okay, super, das haben wir auch geschafft. Nur noch, okay, Picknick, Sandwich, Apfel, Kürbis, Karotte, Marmelade, Thermoskanne, Radiokorb. Alles klar, okay, auf die Picknickdecke. Die war hier unten, ne? So, genau. Ich frage, muss das alles da bleiben? Oder regt der Bauer sich dann irgendwann, oder Gärtner sich dann irgendwann auf und sammelt das alles wieder ein, oder was? Und nimmt einfach beide Sandwich. Oh, das ist lecker. Zack. Sonnenhut, Sonnenhut. Das erschließt sich mir gar nicht, wie wir den dazu kriegen, dass er einen Sonnenhut anzieht. Sonst war es eigentlich alles relativ nachvollziehbar, verständlich. Warte, den Korb, den nehmen wir auch mit. Ist die Frage, der merkt jetzt auch gar nicht, dass der Rechen weg ist, oder was? Oder wird der erst wieder aktiv, wenn ich wieder bei ihm in der Nähe bin, quasi? So. Hallo. Okay, der hat jetzt irgendeinen Hut auf, aber keinen Sonnenhut. Oh. Komm, schnapp dir das Radio. Nimm. Die Tür kriege ich aber nicht irgendwie auf, ne? Nee. Watschlo, watschlo, watschlo. Nein, nicht das. Lass los. Ja, das kannst du nicht. Nein, nimm, ich nehme mal die, drück mal die falsche Taste zum Rennen. Hallo, nimm das. Nimm das. Nimm das und lauf. Lauf, 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 lauf. Lass mich in Ruhe, du blöder Gärtner. Du bist doch immer der Mörder. Okay. Müssen wir mal ein bisschen weiter hier umschauen. Ah, warte, da könnte ich vielleicht noch was aufdrehen. Ja, jetzt habe ich den Kohlkopf da umgeschmissen. Tja, wo ist dein Futter? Also, mein Futter. Dünger oder was auch immer. Was macht der? Ja, wo ist es hin? Wo ist es hin? Huch. So, hat er es jetzt nicht gesehen mit der Thermoskanne? Hehe, hallo. Ente? Ente ganz lauf. Okay, sehr gut. So, dann haben wir auch das. Fehlt jetzt noch? Was fehlt da jetzt noch? Kürbis, Karotte, Marmelade und Radio. Ja, ja, ja. Meinung. Habe ich jetzt das Radio gemopst? Ist manchmal schwierig zu gucken, wie ich sie jetzt irgendwie dazu bringe, mal nach oben zu gucken. Hallo, wie geht das? Nein?
Hin. Was ist das? Ist das Radio oder so? Oh, ist natürlich auch an. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Und warte, und jetzt versuche ich ihn wieder anders abzulenken. Dass er das Radio dann fallen lässt. So. Hm, scheiße. Nein, 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 nein. Mist, okay, ich muss ihm irgendwie. Hm. Wie kriege ich den denn dazu? Wenn ich es jetzt auf die Decke lege, dann zählt das wahrscheinlich nicht aus dem Krieg, nicht auf die Decke gelegt, weil der Typ schon wieder da ist. Ich hab deinen Schlüssel. Mist. Da. Oh, das ist ja wichtiger als dein Schlüssel. Gib mir das! Lass mich! Oh, pass da nicht durch! So, dein Schlüssel ist weg. Na, geh dir mal suchen. So, kann ich jetzt. Jetzt lauf! Lauf ganz! Lauf ganz! So, zack! Okay, Kürbis, Karotte, Marmelade. Ich weiß nicht, ob der das Radio gleich abholt, weil er das hört. Ja, er hört's. Scheiße, wie kann ich das auch machen? Komm lieber mit. Lass das Radio. Nein, nein. Ah, okay. Alles klar, er macht's nur aus, lässt es aber liegen. Alles klar, das ist gut. So, eine Kuh. Ich habe jetzt noch ein, eine Karotte krieg hier. So, zack. Sieht aus, hätte ich eine geile Friese. So, da war die Karotte. Kürbis und Marmelade fehlen noch. Watschel, Watschel. Und den Kürbis. Da. Ich hoffe, der ist noch eine Weile beschäftigt mit seinem Schlüssel. Oh nein, da ist er. Lass mich. Kümmer dich lieber hier. Guck mal, der Futtersack. Hallo, guck mal, Futtersack. Hm. Nein, nein, du musst das Wasser ausmachen. Lass mich. Du musst das. Ja, ja, genau. Mach das Wasser aus. Hier, mach das Wasser aus. Lass mir den Kürbis. So, haben wir auch den Kürbis. Nur Marmelade. Marmelade, und dann muss ich ihn noch dazu bringen, seinen Sonnenhut anzusehen. Marmelade steht ja bei ihm auch auf dem Tisch. Hallo. Ja, wo ist der Kürbis? Ja, wo ist der Kürbis? Weg ist er. Oh ja, genau, geh den Rechen suchen. Ja, geh den Rechen im Teich suchen. Das ist gut. Das ist gut. So, ja, die will ich. Lecker Marmelade. Jo, Picknick haben wir gemacht. Sehr gut. So, jetzt noch ein Sonnenhut. Eine neue Aufgabe. Achso. Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Wart. Hau. Was macht der? Der hat irgendein Schild im Kopf. Mal gucken. Erstmal gucken, was er vorhat. Ah, oha! Ja, die Marmelade ist weg. Vergiss die Marmelade. Ich war eh nie dein Freund. Was ist mit dem Sonnenhut? Das verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt holt er den Hammer. Muss ich ihn jetzt erschrecken, oder? Ah, okay. Ja, ja, okay. Die Idee war richtig. Ja, ja, tschüss. Muss nur einen richtigen Moment abpassen, schon, ne?
Oh. War Bett tot. Nee, doch. Da war dem jetzt die Tür aufgemacht. Das ist sehr schön. War das mit dem Sonnenhut? Ich weiß nicht, wie man ihn dazu kriegen könnte, einen Sonnenhut aufzuziehen. Wenn ich ihn irgendwo sehen könnte, würde, könnte ich ja irgendwie, ihm da vor die Nase legen oder so. Dann zieht er ihn vielleicht auf, damit ich ihn nicht immer klaue oder so. Guck mal hier. Oh, okay. Wo genau bin ich hier? Ach, bin ich einfach nur hier? Ah, okay, hier hätte ich mir ein Shortcut bauen können. Geil. Okay, ich einfach hier weitergehen? Ne, okay, da geht's auch nicht weiter. Ich zoome mal ein bisschen raus, vielleicht ein bisschen mehr Übersicht haben, dass wir irgendwas sehen. Da schwimmt noch Düngerfutter oder was auch immer. Das interessiert ihn scheinbar nicht. Ich will was tun. Was macht er? Ach, der holt seine Thermoskanne zurück, okay. Solla. Huch, bin ich weicher gefallen. Ja gut, oh, ich sehe gerade die Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss mal überlegen, ich überlege jetzt mal ein bisschen, wer zwischen den Folgen, wie ich den dazu kriege, einen Sonnenhut anzuziehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Untitled Goose Game wieder. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen!